Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute möchte ich euch endlich mal was zeigen, was ich euch schon so lange zeigen wollte. Und zwar die Gäste-Goodies von unserer kirchlichen Hochzeit. Ich habe dieses Video schon ganz lang vor mich hergeschoben. Ich wollte es schon ganz lang machen, weil ich damals 180 Stück gemacht habe. Also fertig geworden sind dann 150, aber 180 Rohlinge habe ich gemacht. Und das ist einfach irre. Man kann es nicht anders sagen. Ja, und deswegen hatte ich eigentlich die Nase voll. Und jetzt haben wir neue Produkte aus dem Frühjahr-Herbstkatalog. Und ich fand, die haben mich voll inspiriert. Und jetzt machen wir diese tolle Verpackung zusammen. Und zwar ist es eine Ziehverpackung und eigentlich ist es eine Ferrero-Küsschen-Garage. Ich zeige euch das mal. Also das hatten wir zur Hochzeit. Man zieht es auf der einen Seite an und dann kommt auf der anderen Seite raus, schön, dass du da bist. Und das kleine Ferrero-Küsschen, das habe ich jetzt nicht angeklebt, weil das brauche ich jetzt dann gleich noch als Gastgeschenk. Wir haben das so gemacht, dass ich das oben beschriftet habe mit Herzen, wer an welchem Platz sitzt. Und so haben wir ein Gastgeschenk und ein Namensschild in einem gehabt. Und das war total super und ist wirklich sehr, sehr gut angekommen, weil es eben was ganz Besonderes ist. Und wir machen eben heute mit neuen Produkten dasselbe. Ich habe hier den Spruch ein bisschen zu weit nach rechts gestempelt, das ändern wir. Aber ihr seht schon, es ist mit ganz tollen neuen Produkten gearbeitet und mit diesem wunderschönen Designerpapier. Genau, also wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und ich hoffe, dass es gut klappt, aber ich bin eigentlich sofort wieder reinkommen nach einer Zeit. Wenn man das ewig nicht mehr gemacht hat, dann muss man schon ein bisschen überlegen. Aber ansonsten kriegt man das dann ganz gut hin. Und die Idee habe ich gesehen bei Alexandra Grape. Sie war eigentlich da der ausschlaggebende Punkt, dass ich das anfange mit Stampin' Up. Und genau, also diese Verpackung war eins meiner ersten Sachen, die ich gemacht habe. Und ich war total begeistert und bin es immer noch. Ich finde es immer noch wunderschön. Ich habe aber andere Maße. Und ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Als neue Produkte verwende ich jetzt einmal die Eisblüten, die sind einfach nur wunderschön und die dazu passenden Framelits Winterbouquet. Ich finde, es muss nicht unbedingt auf Weihnachten sein, es ist zwar ein Weihnachtsspruch mit drin, aber ich finde, das kann man super für Herbst, sogar für Sommer und für jetzt verwenden. Und ja, also ich finde, das ist ein total schönes Stempelset mit den Framelits dazu und finde es total super. Und dann habe ich noch ein wirkliches Weihnachtsset dabei und zwar lieber Gruß. Für dich von Herzen wird unser Spruch sein und finde, es passt perfekt und man muss es nicht zum Thema Hochzeit machen, man kann das ja zu jeder Gelegenheit verschenken. Aus den Eisblüten verwende ich den Spruch Alles Liebe und Gute, diese Eisblüte oder Blüte und die kleine Blüte. An Material habe ich mir schon mal hergerichtet ein Stück Farbkarton in Granit in dem Maß 22 x 6,5 cm, das falzen wir uns gleich. Dann habe ich ein Stück Designerpapier von diesem wunderschönen Designerpapier Winterblüten. Das ist einfach ein traumhaftes Papier. Hat ganz, ganz tolle Glanzeffekte und ist wirklich wunderschön. Ich habe euch das gezeigt in meiner Katalogvorstellung. Da kann ich euch das Video verlinken, wenn ihr möchtet. Könnt ihr da reingucken und könnt euch das ganze Papier anschauen, weil das hat so einen Schimmereffekt und ist wirklich unheimlich schön. Maß ist 17,5 x 6 cm. Dann habe ich hier eine Folie, ich hoffe, ihr seht es. Die ist 13 cm lang und 9 mm breit. Und da könnt ihr einfach jede Folie nehmen, die ihr habt. Entweder nehmt so Transparentfolie oder so. Ich habe einfach so eine, ja, einfach eine Klarsichtfolie genommen, so eine hier, und habe mir das am Rand abgeschnitten. Oder ihr nehmt einen Gefrierbeutel oder so. Dann habe ich mir aus extra starken Farbkarton in Flüsterweiß zwei Etiketten ausgestanzt. Und zwar ist es aus den Etiketten-Framelets. Und das ist die Nummer von der Größe, die viertgrößte. Und die, genau, also die viertgrößte Form habe ich mir zweimal ausgestanzt. Falls es das nicht mehr gibt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die Etiketten noch gibt, könnt ihr auch einfach ein Stück Papier in der Länge und Größe ausschneiden. Und dann habe ich noch ein Stück extra starken Farbkarton in Flüsterweiß in 6 cm x 4,5 cm. Ein Reststück in Flüsterweiß und ich habe mir auch schon ausgestanzt und hergerichtet für die Deko diese beiden Elemente. Das habe ich mir einmal in Brombeermus aufgestempelt, das ist der Stempel aus den Eisblüten und habe es mir mit den Zinnlets ausgestanzt. Und die Blüte ist aufgestempelt in Blütenrosa und auch ausgestanzt mit der gleichen Stanzform. Das Coole ist auch, dass ihr in diesem Set
diese zwei Blüten in dieser kleineren Größe und diese beiden Blüten zweimal habt, so könnt ihr auch mehrere ausstanzen und müsst ja nicht ganz so oft kurbeln. Also zwei auf einmal ist natürlich total praktisch. So, und jetzt legen wir los. Und zwar, wir nehmen uns das Stück in Granit und legen uns das mit der langen Kante nach oben hin an. Und zwar hier an der langen Fläche und hier bei einem Zentimeter auf der rechten Seite. Und dann falze ich mir das einmal nach. Dann drehe ich mir das Papier einmal so rum, dass dieser Falzstreifen jetzt links liegt und falze mir das Ganze bei 12 cm, also hier anlegen bei 12 cm und dann noch bei 17 cm. Das ist auf diesem Brett ein bisschen schwierig zu erkennen, weil da gerade dieser Arm rausklappt, aber ich habe mir da oben so ein Lineal hingehalten und habe mir das dann markiert, wo 16 und 17 cm sind. Da tue ich mich dann leichter. Okay, dann nehme ich mir ein Lineal und einen Bleistift und markiere mir, also mein kleiner Klebestreifen sozusagen, also diese kleine Falz von 1 cm liegt immer noch links und ich markiere mir jetzt hier auf der rechten Seite in meinem rechten Bereich die Mitte einmal. Also ich lege es mir an bei 2,4 zu beiden Seiten und von unten 0,5 nach oben. Und dann markiere ich mir hier 1 cm Strich. Und das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch. Ich lege mir das wieder so an, bei 0,5 von unten, da ist meine Linie, und dann rechts und links 2,4 ungefähr. Und dann mache ich mir da einen Strich von 0 bis 0,5 und hier von 0 bis 0,5, also 1 cm lang. Genau. Und das schneide ich mir jetzt zurecht. Und zwar schneide ich mir das so ein bisschen schräg von außen bis zu meiner Linie hin. Und dann meine Linie nach, sodass wir hier so kleine Ecken entstehen da. So sieht das Ganze dann aus. Und das mache ich auf beiden Seiten. Auch hier wieder so schräg anschneiden. Und dann diese Linie nachschneiden. Und jetzt können wir uns schon mal die Linien nachfalzen. Also ihr wisst es immer, dieser Hückel kommt nach innen reingefalzt. So. Die Bergfalz nennt man das Ganze. Und dann können wir uns auf diesen Klebestreifen schon mal Kleber machen. Also legt euch das so hin, dass euer abgeschnittenes Teil links liegt und die Klebelasche ist jetzt rechts. Und dann machen wir uns da einfach ein Stück mit Abreißklebeband drauf. Und weil wir das Falzband schon in der Hand haben, falze ich mir jetzt diesen langen Bereich noch ein bisschen so leicht rund nach, dass nachher das Papier schon weiß, in welche Richtung das es muss. So. Und das kann ich jetzt mit dem Designerpapier auch gleich machen, dass ich mir das einfach mal über mein Falzbein so drüber ziehe und dann guckt das Ganze so aus. Als nächstes brauchen wir unsere Folie. Und das ist jetzt eigentlich der einzige Teil, wo ein bisschen tricky ist. Ansonsten ist es gar nicht schwer. Und zwar lege ich mir jetzt die Folie hier so drunter. Ich hoffe, ihr seht das. Es kringelt sich jetzt hier so ein. Und klebe mir das mit einem Stück Abreißklebeband zusammen, die Folie. Schneide ich mir einfach ein Stückchen ab. Ist jetzt vielleicht ein bisschen groß. So. Und klebe mir das jetzt hier so aufeinander. Ich weiß nicht genau, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt, weil es wahrscheinlich ein bisschen spiegelt und doch so durchsichtig ist. Aber ich zeige euch das gleich nochmal von nah. Ich klappe mir das hier so drüber und ich ziehe mir das nicht ganz, ganz eng, sondern so mitteleng hier zusammen. Also ihr seht, man kann es gut bewegen, aber es ist nicht total stramm, dass es sich gar nicht mehr bewegen lässt. Und mein Kleber, den fahre ich jetzt hier so auf die rechte Seite. Ich habe hier noch ein bisschen mehr von der Folie übrig, die schneide ich noch weg. Die kürze ich mir einfach noch ein bisschen ein. Und genau so sieht das Ganze dann aus. Und jetzt können wir uns schon an die Dekoration machen. Diese beiden Etiketten, die ich mir ausgestanzt habe, die klebe ich mir jetzt zusammen mit Flüssigkleber. Die sind ja dann der
der Träger für unser Ferrero-Küsschen. Und deswegen mache ich da zwei übereinander, dass sie das ja ganz gut aushalten, dass sie dann nicht zu lapprig sind. Es ist zwar schon extra starker flüsterweiß Farbkarton, aber so im Doppelpack hält er noch ein bisschen besser. Genau. Das klebe ich mir jetzt aufeinander. Und mein flüsterweißes Papier. Ich habe ja bei meinem Muster hier, habe ich mit dieser neuen Stanze mir diese Muster reingemacht, aber ich finde es jetzt gar nicht so schick. Ich lasse es jetzt, ich runde mir nur die Ecken ab mit einer Eckenabrunderstanze und das war's. Also das muss man auch nur auf einer Seite machen und finde es ist so auch schön. Und dann kann ich auch meinen Spruch noch ein bisschen weiter nach links versetzen, dass man den dann besser lesen kann. Und das mache ich jetzt gleich. Ich stempel mir jetzt in Brombeermus meinen Spruch auf. Und zwar den Spruch aus dem Winterstempelset. Das heißt Flockenfantasie. Und den stempel ich mir jetzt eben in Brombeermus relativ weit nach links. Damit ich den nachher ganz gut lesen kann beim Rausziehen. Das war ja hier bei diesem ein bisschen, da fehlt das zweite S. Das kann man nicht so ganz gut lesen. Und deswegen mache ich das jetzt ohne diese Muster und Musterstanze und weiter nach links. Okay, und dann haben wir ja noch einen Spruch, den wir stempeln. Das können wir auch gleich machen. Und zwar das alles Liebe und Gute. Auch in Brombeermus. Gucken, ob wir das hier noch hinkriegen. Und das stanze ich mir dann gleich mit der passenden Stanze aus. Das ist dann für die Deko auf der Frontseite. Und jetzt nehme ich mir nochmal mein Abreißklebeband, schneide mir dann nochmal ein kleines Stückchen ab. Kann auch ein bisschen größer sein als vorher und klebe mir das jetzt wieder auf die gleiche Seite auf. Also ganz wichtig, mein Kleber ist jetzt hier auf die rechte Seite rüber gedreht, also der ist nicht irgendwo in der Mitte oder so, sondern der ist jetzt ganz rechts und darüber klebe ich jetzt mein zweites Klebepad auf. So, und jetzt ziehe ich mir die Folie ab, wenn sie denn mag. Und jetzt klebe ich mir meinen Spruch so rum auf mein Kleberchen. Also der Kleber ist jetzt wieder ganz rechts und mein Spruch lege ich jetzt hier so drauf und klebe mir das hier schön an, weil wir das nachher nämlich so einklappen und dann muss der Spruch in diese Richtung zum Lesen sein. Jetzt schiebe ich mir den Spruch wieder zurück, sodass der komplett eingefahren ist und mache mir auf diese Seite hier nochmal ein Stück Klebeband. Und jetzt habe ich mir hier mein Etikett schon gelocht. Mir ist nur gerade leider die Kamera ausgegangen. Also ich habe mir das schon gelocht, bevor ich es anklebe. Und jetzt klebe ich mir das Etikett so rum mit meiner gelochten Seite nach rechts hier nochmal auf. Und zwar klebe ich das so auf, dass das hier vorne, dass dieses Gewellte hier noch ein bisschen rausschaut. So. Und jetzt könnt ihr mal versuchen, ob es schon funktioniert. Es klappt wunderbar. So muss das Ganze gehen. Und jetzt nehme ich meinen Klebestreifen, also diese Folie, die da immer drüben ist, drüber ist hier auch noch ab und klebe mir das Ganze hier unter mein Etikett rein. So. Und jetzt könnt ihr es nochmal versuchen. Jetzt ist das Ganze schon viel stabiler und funktioniert einwandfrei. Perfekt. Dann geht es jetzt an die Dekoration. Dazu nehme ich jetzt mein Designerpapier und Flüssigkleber und mache mir den hier erstmal so drüber, dass alles ein bisschen bedeckt ist. Und dann setze ich mir das ungefähr in der Mitte an und klebe mir das auf. Und dabei achte ich darauf, dass ich hier rechts und links ungefähr den gleichen Rand habe, dass das hier ganz hübsch ausschaut. Das Designerpapier ist relativ dünn, da hat es super, klappt es super. Ich zeige euch gleich, bei meiner Hochzeitsvariante habe ich mit ziemlich dickem Papier die zweite Schicht hier drüber gemacht. Und da habe ich mir das vorher vorgefalzt. Das habe ich mir einfach ausgemessen, wo ich falze und habe das dann mit Falzlinien besser hinkleben können. Aber mit so einem dünnen Papier, das legt sich hier super um die Ecken und kann man ganz, ganz schön ankleben. Und es sieht schon so schön aus. Also hier seht ihr, da habe ich das mit so einem dickeren Papier gemacht und da habe ich mir vorher die Falzlinie nachgezogen.
Und jetzt fehlt nur noch ein bisschen Feindeko. Dazu nehme ich jetzt die neue Stanze und stanze mir aus dem Silberfolienpapier einfach so einen Zweig aus. Ich glaube, die Stanze heißt Zierzweig. Und dann habe ich ja schon diese Elemente hergerichtet und klebe mir das jetzt alles hinten drauf. Ich mache das jetzt einfach mit den Glue Dots, dass ich mir einmal den Zweig an die Rückseite hinklebe. Das finde ich total schön, deswegen habe ich mir die Stanze bestellt. Die Blüte klebe ich an den oberen Bereich fest, auch mit einem Glue Dot. Und dann noch diese Blüte, auch einfach mit einem Glue Dot, in den Hintergrund. Na, wenn sie denn mag. Und zwar so leicht nach oben. Und das Ganze klebe ich mir dann einfach mit einem Dimensional auf meine Verpackung. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Das sieht toll aus, oder? Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier noch ein Band machen. Ich nehme mir jetzt einfach ein Band, das ich noch so übrig hatte. Ich denke, ihr habt da bestimmt auch was. Fädel mir das hier durch das Loch durch. Und ich lege mir jetzt da eine Stanze drauf. Und dann nehme ich mir noch ein Stück Leinenfaden und schneide mir hier ein relativ großes Stück ab, weil ich ja jetzt eine Schleife machen möchte. Ich streife mir den ein bisschen gerade und knote mir das jetzt erstmal hier fest. Also wenn ihr euch da auch schwer tut, dann macht euch diesen Faden ganz lang. Also ich muss sagen, das war eigentlich das Schlimmste. Als ich so viele Teile dafür gemacht habe für die Hochzeit, habe ich dann irgendwann aufgehört, die Schleifen zu binden, weil das war wirklich... Boah. Die anderen Sachen, die haben eigentlich sehr gut geklappt. Also für das, dass man doch so viele Teile braucht, hat es super funktioniert. Man macht ja zuerst, stanzt man sich ja die Teile aus, also zum Beispiel die Herzen. Dann stanzt man sich diese Innenteile aus, also dann diese Außenformen schneidet man sich zu. Das geht dann alles, aber diese Schleifen habe ich dann am Schluss einfach gelassen und habe dann nur so einen Knoten hingemacht. Weil das hätte meine Nerven überreizt, glaube ich. Ja, vor allem wir hatten dann ja auch nicht mehr sehr viel Zeit bis zur Hochzeit, also 6 Wochen. Und dann war ich heilfroh, dass ich damit schon angefangen habe, sonst hätte ich das nicht mehr geschafft. Und jetzt nehme ich noch mein Ferrero Küsschen, setze das mir auf den Klebepunkt und klebe mir das Ganze auf meine wundervolle Ziehverpackung. Und dann ist die nämlich schon fertig. Also wir testen es nochmal. Ich halte es jetzt mal so für euch. Oh, ist das schön. Also ich liebe dieses Papier. Das ist total schön. Ich finde die neuen Formen, die Eisblüten, total toll. Ich mag auch den Spruch sehr gerne. Und ich hoffe, euch gefällt die Verpackung genauso gut wie mir. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade, wenn ihr diese Glocke aktiviert. Ich finde, das ist so eine tolle Verpackung. Ich liebe die eigentlich wirklich. Ich hatte eben nur eine Zeit lang die Nase voll, die wieder auszuprobieren. Oder ich hatte Respekt davor, weil es einfach so viel Arbeit war damals. Aber wenn man nur ein paar macht, dann ist es wirklich, man hat schnell den Dreh raus und man kann das super machen und jeder, der das bekommt, ist wirklich total begeistert. Also die Leute waren wirklich dran gesessen und haben gesagt, wow, cool, wie geht das? Und das mildert diese ganze Arbeit, die man vorher damit hatte, auf jeden Fall. Vielleicht würde ich es euch nicht empfehlen, für so viele Leute zu machen, aber für einen kleinen Kreis ist das einfach nur der Hammer und total schön. Ja, jetzt nochmal ganz viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!